Sei in der Pause recht nett zu Marlies. Sei nicht zu schüchtern. Sei mal in der Pause ein bisschen netter zu dem jungen Himmelstein. So überwältigend finde ich den Bartini nicht. Marlies, was wollen denn die Leute denken? Die halten mich womöglich für unmusikalisch. Ich klatsche doch, Marlies. Guten Abend. Ah, Herr Heberling. Meine Verehrung, gnädige Frau. Guten Abend, Frau Naturschutz. Sie sind auch hier? Ja, nur wir dürfen doch an einem solchen Abend nicht fehlen. Wer soll denn sonst die erhöhten Eintrittspreise bezahlen, ne? Natürlich, natürlich. Na, war das ein Erfolg? Schon nach dem ersten Akt? Die Leute benahmen sich, ja. Menschen würden ja jetzt noch schreien und trammeln, wenn der Bartini die Arie nicht nochmal gesungen hätte. Und da sagt man immer, die Leute hier verstehen nichts von Kunst, ne? Eine Hitze ist das hier zum Umfall. Guten Abend. Guten Abend. So eine Vorstellung macht man fluchtdurstig. Können Sie daher auch noch ein bisschen ins Reden statt uns? Wenn die Damen nichts dagegen haben, was? Fräulein Marlies, Sie kommen doch hoffentlich auch am 24. zum Sommerfest, ja? Sommerfest? Natürlich darf Fräulein Marlies nicht fehlen. Sonst würden ja gewisse Leute ganz untröstlich sein. Nicht wahr, Frau Göttel? Ja, wird denn Ihr Sohn rechtzeitig zurück sein aus Berlin? Schwerlich, Frau Himmelsteig. Er hat enorm zu tun. Hallo, Hans Heberling. So, dann hat er mein Angebot also doch angenommen. Na schön, dann können wir den Vertrag wegen der Hauptfiliale gleich morgen machen. Seine erste selbstständige Geschäftsreise mit ganz netten Resultaten, wie er sagt. Erstaunlich bei seiner Jugend. Hey, ja. Sagen Sie mal, Heberling, haben Sie keine Angst? Angst? Wovor? Na, immerhin Berlin und 24 Jahre, im Geld oder auch? Nicht ein Pfennig. Ja, ich weiß, nehmen Sie. Das Berliner Programm habe ich für meinen Sohn selber festgelegt. Da kann gar nichts passieren. Er schreibt ja auch, er sei nach all den Besuchen und Besprechungen, den vielen Laufereien, so todmüde, dass er jeden Abend schon um 9 im Bett liege. Solo? Ach, noch. Frau Marlies, ich möchte so gerne, dass... Frau Marlies. Sie sind doch etwas schüchtern, die Kinder. Wir müssen sie jetzt öfter zusammenbringen. Bei mir oder bei Ihnen? Ganz wie Sie wollen, meine liebe Frau Himmelsteig. Herr Himmelsteig, ich will Ihnen mal was sagen. Der Junge, den kenne ich wie meine Hosentasche. Der ist, was Weiber anbelangt, noch ein unbeschriebenes Blatt. Ein unbeschriebenes Blatt, sage ich Ihnen. Bis nachher im Rebenschüttel, Herr. Ja, aber nicht so lange, Edwin. Meine Silberschuhe drücken. Bitte.
Darf ich mich von Ihnen verabschieden, ne Frau? Auf Wiedersehen, Herr Himmelstreich. Eine Empfehlung an Fräulein Marie. Wieso denn? Wo ist sie denn? Sie war doch eben noch hier. Nein, was dem Kind heute Abend einfällt. Ja, wo ist sie denn hin? Wo ist sie denn hin? Nicht total übergeschnappt. Was fällt dir denn ein, von mir wegzulaufen? Was hast du denn überhaupt hier zu suchen? Der Herr noch? Nein, danke. Zahlen. Statt ein bisschen nett zu dem jungen Himmelstein zu sein, benimmst du dich. Ich möchte bloß wissen, was in dich gefahren ist. Rein, als hätte dir einer den Kopf verdreht. Nein. Ja. Wenn du dich nicht so unglaublich benehmen würdest, könntet ihr schon längst verheiratet sein. Immer diese aufregenden Extravaganzen von dir. Es ist mir völlig schleierhaft, von wem du das hast. Von mir nicht, das ist mir klar. Ich war überhaupt ganz anders. In meiner Jugend war das ganz anders. Jetzt mal Papa fragen soll, der hätte dir das gesagt. Na, meine Mama auch, meine Mama. Hätte ich einfach übergeben. Grenzen ohne Ende fühlt mein Herz für dich allein. Höre mein Bekenntnis. Marlies! Hast du denn gar nichts anderes zu tun, als von morgens bis Mitternacht Grammophon zu spielen? Marlies! Das ist mein Bekenntnis. Glaub mir, Marlies! Woher hast du das Bild? Wie kommt dieser Sänger dazu, dir sein Bild zu schenken? Ich habe ihn darum gebeten. Was? Du warst hinter meinem Rücken bei einem wildfremden Mann? Wusste ich doch. Du hättest mir es ja doch nicht erlaubt. Nein, nein, weiß Gott, das hätte ich nicht getan. Und du schämst dich nicht in Grund und Boden, deine Mutter zu hintergehen mit einem Komödianten? Aber warte mal, Töchterchen, jetzt hat sie es ausgesungen. Das darfst du nicht, Mutti, das ist mein Bild. Eben drum. Mutti, gib's her. Nein. Bitte, bitte, Mutti, mach's mir nicht kaputt. Lass augenblicklich das Bild los. Mutti, bitte. In meinem ganzen Leben hätte ich mir nicht träumen lassen, sowas von meiner einzigen Tochter zu erleben. Und du sitzt da und bist auch noch beleidigt, weil ich dir hinter deine Schliche gekommen bin. Statt dass du dich in Grund und Boden schämst. Warum denn, Papa? Warum? Na, das ist ja wohl. Erstens bist du 8 Tage länger in Berlin geblieben. Und dann habe ich dich nur nach Berlin geschickt, damit du selbstständig handeln lernst. Habe ich getan. Ja, es wundert mich auch sehr, dass du überhaupt Zeit gefunden hast, die Geschäfte zu erledigen. Kleinigkeit, bei meinem Talent. Das heißt dein Talent, das hast du von mir. Dankeschön, lieber Papa. Ach, ich bin... Aber ich habe dich nicht beauftragt, 1000 Mark von deinem Konto abzuheben und sie in Berlin zu verjuxen. 1000 Mark und hast noch 62 Pfennig in der Tasche. 1000 Mark verplempert. Für einen Frack, für Theaterkarten, für Schmuck, für Orchideen. Rosenstücken, eine Mark für die Dame, war wohl zu ordinär, was? Orchideen mussten sein. Die waren viel schöner. Ist das ein Grund? Für mich ja. Für mich nicht. Und du hast sie auch nicht gekauft. Aber du? Ja, von meinem Geld. Das hast du aber nicht für solchen Blödsinn. Wofür denn sonst? Für vernünftige Sachen. Die habe ich doch sowieso. Du hältst also das, was du getan hast, für vollkommen in der Ordnung? Jawohl, Papa. Ach, und du bildest dir ein, dass ich mich dabei beruhigen werde? Jawohl, Papa. Da wirst du dich aber schneiden. Diese Alben müssen jetzt aufhören. Ich kann nicht dulden, dass meine Tochter einen Sänger anhimmelt, der womöglich noch verheiratet ist. Nein, das ist er nicht. Ich habe mich erkundigt. Was hast du? Ich habe mich erkundigt. Du hast dich erkundigt? Bei wem? Beim Briefkasten. In unserer Zeitung. Beim Briefkasten? So, so. Du hast dich beim Briefkasten der Zeitung erkundigt, ob Herr Battini verheiratet ist? Ja, Mutti. Da ist doch nichts dabei. Was soll denn dabei sein? Dass du dich blamierst, dass du mich zum Gespött der ganzen Stadt machst, da ist doch gar nichts dabei. Ja, aber Mutti, sieh mal. Was
denkst du dir eigentlich, Marlies? Ich will jetzt wissen, was dahinter steckt. Ich will Sängerin werden. Du kannst ja gar nicht singen. Nein, ich will es aber lernen. Ach, sieh mal an. Wahrscheinlich bei diesem Herrn Battini. Das wäre natürlich himmlisch. Allerdings. Denk doch nur, Mutti, was ich alles bei ihm lernen würde. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Schön, mein Töchterchen. Jetzt kenne ich deine Pläne. Nun will ich dir mal meine sagen. Du wirst nicht nach Berlin fahren. Du wirst nicht Sängerin werden, noch die Schülerin dieses Herrn Battini, sondern du wirst heiraten. Ich? Ich denke gar nicht daran. Was du denkst oder nicht denkst, ist mir völlig gleichgültig. Du wirst heiraten. Wen denn? Eine Frau, die dich wieder zur Vernunft bringen wird. Etwa diese Gewitterzicke, die Gackstädter? Fräulein Gackstädter ist eine glänzende Partie. Sehr häuslich, sehr gebildet. Darf ich dir mal etwas sagen, Papa? Bitte. Du verfällst hin und wieder in den Fehler, mich wie einen dummen Jungen zu behandeln, der immer noch nach deiner Pfeife tanzen muss. Und jetzt willst du mich auch noch nach deinen Entschlüssen verheiraten. Da mache ich nicht mit. Ich will keinen häuslichen Geldsack mit Bildungshimmel, sondern die Frau heiraten, die ich liebe. Etwa Fräulein Tolala mit der Wasserstofftolle. Nichts drunter, nichts drüber, in der Mitte mit einer Rose, Graf, was? Ich verbiete dir in diesem Ton von meiner zukünftigen Frau zu sprechen. Was hast du gesagt? Wer hat hier was zu verbieten? Du lächerlicher Knabe, noch nicht trocken hinter den Ohren und reißt Maul auf gegen seinen Vater. Jetzt hat's aber geschnappt. Du heiratest den Mann, den ich für dich bestimmt habe. Aber ich liebe ihn ja gar nicht. Ach, was weiß so ein junges Ding schon von Liebe? Nur wir Jungen wissen was von Liebe. Das ist ja die Höhe. Schluss! Du heiratest Herrn Himmelsteig. In 6 Wochen ist die Hochzeit. Ich will aber nicht. Ein Froschboden. Das interessiert mich nicht. Die hat Kalbsaugen. Das ist mir egal. Glaube ich, du sollst sie auch nicht heiraten. Ich bin ja auch nicht verrückt. Aha. Sondern du. Vielleicht habe ich das auch von dir. Ich muss doch sehr bitten. Entschuldige, alter Herr. Was heißt hier alter Herr? Flüsterdebatte! Auf dem Sommerfest werdet ihr euch öffentlich verloben und in 6 Wochen wird geheiratet. Ich stand doch auf dem Standesamt. Nein, nein, nein! Untersteh dich! Du kriegst vor allen Leuten eine Backpfeife. Das muss ich dann eben riskieren. Wie du willst. Jedenfalls nicht dir dein Zimmer zu verlassen. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Leider. Sonst würde ich dir einfach die Hosen stramm ziehen. Fahr jetzt in die Stadt. Da fahr ich mit. Du bleibst zu Hause. Du hast Sturmarrest. Mit Gewalt erreichst du bei mir überhaupt nichts. Das wollen wir erst mal sehen. Damit forderst du lediglich meine Gegenmaßnahmen heraus. Auf die bin ich aber neugierig. Unvergänglich sein, das ist mein Geständnis. Glaub nie, dass von dir ich mich wende. Es gibt keine andere für mich. Denn Liebe ohne Grenze. Wieder da bist. Ja, als ich kam, warst du gerade in Berlin. Hast du dich gut amüsiert? Na und ob. Du, ich muss dir was Tolles erzählen. Ich komm mal rüber. Ich habe nämlich Stubenarrest. Ich muss aufpassen, dass mein alter Herr mich nicht erwischt. Du, ich auch. Das trifft sich ja großartig. Was machen wir denn da? Dasselbe wie früher. Komm aufs Mäuerchen. Komisch, dass die Alten noch nie vernünftig werden.
Hast du auch so Ärger mit deinem Vater? Nicht so knapp. Wegen Berlin? Na, was denn? Ist sie auf die Sprünge gekommen? Leider. Na, da musst du es ja ziemlich toll getrieben haben. Na ja, man nimmt eben so mit, was man, wenn man schon mal in Berlin ist, ne? Ach, Berlin. Ich möchte auch mal hin. Na, wem sagst du das? Bloß die Kaffern verstehen ja nichts vom Leben. Ist sie eigentlich schön? Wer? Na, wer? Scharf. Wolltest du mir doch was Tolles erzählen? Ach so, ja. Du, also pass mal auf. Ich komme da nach Berlin und sehe eine Frau. Die Frau sieht mich. Na, und? Ja, mehr kann ich dir leider nicht erzählen. Ach. Ist es ernst? Sehr. Und seid ihr euch einig? Vollkommen. Ist ja wunderbar. Du, Marlise, aber nicht drüber reden, ne? Ach, kennst mich doch. Man wird ja nicht darüber reden, aber es hat einen furchtbaren Krach deswegen gegeben. Na, Spaß. 1000 Mark veramüsieren ist ja auch allerhand. Es können auch 2000 gewesen sein. So genau habe ich nämlich nicht hingehört. Na, so einer. Und dabei ist es so ein netter Junge. Und das Schlimmste ist, er will diese Chansonette heiraten. Ja, da staunst du nicht. Aber pst, kein Wort darüber, hörst du? Ivo, wer dich denn? Übrigens, bei uns war heute auch Gewitterstimmung, weil unser Fräulein... Minna. Bitte? Was haben Sie denn da wieder? Ach, Lisbeth erzählte nur von der Reise des jungen Herrn Heverling nach Berlin. Das interessiert uns doch nicht, Minna. Marlies bleibt den ganzen Tag oben. Was war denn mit der Reise? Eine Liebschaft hatte der junge Herr in Berlin mit einer Sie meinen eine Tänzerin? Ja, sowas ähnliches. 3000 mit ihr durchgebracht und heiraten will das ja auch noch. Das ist ja ein Skandal. Und sein ganzes Geld soll er durchgebracht haben, liebste Frau Natosius? Nicht, weil liebe Frau Himmelsberg Himmel schreit. Und das Schlimmste, er will sie. Was? Na, meine Damen, das ist auch wirklich allzu schlimm. Ein jeder junge Mann muss sich eben erstmal die Hörner abstoßen, wie? Frau Göttle, geh hinaus. Wie sprichst du denn, Edwin? Na, so etwas könnte mir mit meinem Traugöttle nicht passieren. Sie haben ja auch das Muster eines Sohnes. Aber wer diesen Hallodri von Heverling zum Schwiegersohn bekommt, der tut mir jetzt schon leid. Ja, aber schuld daran ist nur der Vater. Wieso? Es ist nun mal so, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Jugend ist nun mal Jugend, Frau Gackstetter. Es kommt doch immer darauf an, wie man seine Kinder erzieht. Aber verehrte gnädige Frau, wir wollen doch nicht zu streng sein. Aber Clotilde, wir sind doch alle schließlich mal jung gewesen. Glaube ich nicht. Hat ganz recht. Unsere Eltern sind bestimmt nie jung gewesen. Ja, natürlich haben sie auch mal getanzt und gequatscht und kipp kipp hurra und so. Aber jung, so was wir unter jung verstehen, nee, das waren sie nicht. Wir haben aber immer gewusst, was sie schickt und was sich gehört. Und so haben wir unseren einzigen erzogen. Aber heutzutage alles mit diesem Überschwang, mit diesem... Aber ich bitte Sie, wo kommen wir denn dahin? Ach, wissen Sie, meine Liebe, ein bisschen mehr Überschwang könnte Ihr Traugürtel schon haben. Das würde mich schaden, im Gegenteil. Ich meine, wo soll denn ein junges Mädchen wissen, was er von ihr hält, wenn er immer neben ihr sitzt? Wie ein was, bitte? Etwas Ernsthaftes möchte ich nicht gemeint haben. Oh, Gott bewahre, ich würde sie dir auch gar nicht übel nehmen. Die Menschen sind eben verschieden. Ihre Tochter ist vielleicht so musikalisch, nicht wahr? Na, wenn es geht bei Ihnen den ganzen Tag das Grammophon und das Radio. Wir sind nämlich nicht so musikalisch, mein Traugürtel und ich. Doch von meinem Mann will ich ja gar nicht reden. Da bin ich ganz Ihrer Meinung, meine Liebe. Musik in allen Ehren. Kunst muss sein, was würde sonst aus den Künstlern? Aber fürs Übertriebene bin ich auch nicht. Na, nur also, was haben Sie denn gegen mein Traugürtel? Ich? Gegen Ihr Traugürtel? Aber meine Liebe, wie können Sie sowas sagen? Sie wissen doch genau, wie wir zueinander stehen. Wenn es nach mir ginge... Würde ich die Verlobung schon auf dem Sommerfest bekannt geben? Ich weiß nicht, ob meine Tochter sich dazu entschließen könnte, Herr Heverling. Ihr Sohn hat einen nicht sehr guten Ruf. Dafür hat Ihre Tochter einen umso besseren. Seit nunmehr 29 Jahren. Gott sei Dank. Und die soll ich heiraten? Armer Hans. Aber kannst dich mit mir trösten. Mir geht's ja genauso. Was denn? Sollst du etwa auch raten? Mhm. Ach, so Kohl. Gar kein Kohl. Ja, wen denn, um Gottes Willen? Das herzige Traugöttle. Ich wäre der glücklichste Mensch, wenn ich darauf hoffen dürfte, Fräulein Marlies als mein teures Weib heimführen zu können. Zu dürfen. Du darfst, du kannst, du sollst, Traugöttle. Du brauchst gar nicht so schüchtern zu sein. Frau Natursis und ich sind uns einig. Mein Mann ist selbstverständlich meiner Ansicht. Deinem Glück steht nichts im Wege. Ja, aber Frau Marlies, wenn Sie nur Nein sagen. Nein sagen gibt's nicht. Dafür lassen Sie mich sorgen.
Wir arrangieren alles so, wie wir es besprochen. Auf dem Sommerfest treffen wir ganz zwanglos zusammen. Ich spendiere eine Bohle, die es in sich hat. Dann du Lampions und Musik, das Ihrige dazu? Hoffentlich ist schönes Wetter. Natürlich, natürlich. Beim Mondschein ist man nicht so kritisch. Gelegenheit macht Liebe. Naja, und dann so gegen 11, 12 klopfe ich ans Glas. Liebe Freunde, meine Damen und Herren, als Verlobte empfehlen sich Marlies Natusius und Frau Gotthimmelsteig. Abgemacht? Abgemacht? Abgemacht. Eine Frechheit. Die verfügen einfach über unseren Kopf weg und wir haben nichts als Ja zu sagen. Ich tu's nicht. Ich bleibe meinem Ideal treu. Ich auch. Weißt du was? Wir helfen uns gegenseitig. Wenn's bei mir brenzlig wird, dann kommst du einfach zu mir. Und wenn's mir an den Kragen geht, dann reiß ich dich raus. Ja, aber wie? Keine Ahnung. Aber irgendwie helfe ich dir. Ich dir auch. So wie früher. So wie früher. Abgemacht. Abgemacht. Guck mal, Männer, das sind die Natusius. Danke, wunderbar, wie man sieht. An Fräulein Marlies in einem neuen Kleid. Feiner wie ein Bräutchen. Ja. Na ja, bei so einer festlichen Gelegenheit. Viel Vergnügen. Danke, gleichfalls. Du siehst, die Leute erwarten geradezu, dass du dich heute verlobst. Hast du mich verstanden, Marlies? Ja. Und versprichst du mir, dass du vernünftig sein wirst? Das weiß ich. Ach, Marlies, mach mich nicht rasend. Himmelsteigs haben mein Wort. Ich habe bei Gackstetters persönlich um ihre Hand angehalten. Sie hat Ja gesagt. Und Steffen, du wirst auch Ja sagen. Das weiß ich noch nicht. Mach mich nicht rasend, Junge. Du wirst mich doch nicht blamieren, mein Junge. Du weißt doch, ich will immer nur dein Bestes, ne? Jetzt kommst du auf einmal mit den sanften Blüten hin. Vor ein paar Tagen hast du mir noch eine Ohrfeige runtergearscht. Weil anders nicht mit dir zu reden ist, du verdammter Bengel, du. Ach, guten Abend, Frau Schlieff. Guten Abend, Herr Gibner. Auf dem Sommerfest trifft man doch immer alle seine guten Freunde. Meinen Sohn kennen Sie. Aber natürlich kenne ich ihn. Guten Abend. Guten Abend, Frau. Na, ach, was, gnädige Frau. Ich habe dich doch schon in Spielhöschen gekannt. Ja, ja, da merkt man, wie die Zeit vergeht. Das kleine Hänschen zum rosa Hand geworden. Ja, ja. Wie steht's denn mit der großen Überraschung heute, von der man munkelt? Das weiß ich nicht, Frau. Ach, du bist ein kleiner Schelm. Aber lass mich. Ich wünsche dir viel, viel Glück. Danke sehr, Frau. Guten Abend. Na, das haben sich ja großartig ausgemacht. Der Gackstetter kann man nur gratulieren. Sie wird sich prachtvoll aussehen. Der Pack ist aber nicht von hier. Der stammt aus einem anderen Stall. Allerdings, den habe ich mir in Berlin bauen lassen. Berlin, kenn ich. Toller Verkehrer. Fasanenhaft. Na, erst die Weihweichung. Was? Die Weihweichung? Auch fasanenhaft? Jawohl. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Aber bitte, bitte, Junge. Wie spricht er denn da? Das ist doch nicht die Gangstätte. Nein, nein, das ist die kleine Natur. Ach, die sieht aber wirklich ganz reizend aus, die Kleine. Ist da schon was eingefallen? Nein. Du hast aber langsam Zeit. Na und dir? Nee. Ich denke, ihr Männer seid so weise. Ich denke, ihr Frauen seid so schlau. Hab ich nie gehofft. Hätte ich dir auch nie geglaubt. Marlies, bitte. Kommt sie, Traugöttel? Geh ihr entgegen. Guten Abend, Frau. Guten Abend, Herr Traugöttler. Guten Abend, Frau Mann. Darf ich hoffen, dass Sie diesem Abend ebenso entgegenfiebern wie ich? Oh, danke. Ich meine, ist es nicht ein irrsinnig schöner Abend heute Abend, wenn man bedenkt, dass... Reden Sie ruhig erstmal ins Unreine, Herr Himmelstein. Aber Marlies! Vielleicht kommen Sie gar nicht. Dann werden wir Sie holen. Sofort. Das könnte dir so passen.
Mathilde, nur nicht die Ruhe verlieren. Was du mit deiner Komade? Natürlich seht ihr wieder die Letzten, weil ihr dreimal einschlappt, bis ihr euch einmal umdreht. Mit euch ärgert man sich, geschwind zu fahren. Komm mal da. Wie soll ich heiraten? Wie wirst du heiraten? Nur wenn du mich chloroformierst. Gemacht, aber lächle. Gern. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Dass ich... Einen Moment, Vollmann. Nur meine Handschuhe. Mir wird immer so warm beim Tanzen. Aber den haben Sie schon beschrieben. Nein, nein, nein. Aber Ist das eigentlich ein Walzer oder ein Foxtrott? Das ist ein Tango. Ach, das ist aber schade, den kann ich nicht. Ich auch nicht. Kehren wir wieder um. Nein, um Gottes Willen, wir sollen doch zusammen tanzen. Ach, Walzer oder Tango, das ist ja kaum wie gesprungen. Wie reizt die Kinder. Finden Sie nicht auch? Wie füreinander geschaffen. Was ist denn los, Junge? Worauf wartest du denn? Na, ich, Na, nehmen Sie sich doch Ihre Dame und den rein ins Vergnügen. Wenn Fräulein Gackstetter gern tanzen möchte. Ach, ja. Darf ich bitten? Erlaubst du, Mama? Amüsier dich nur, guter Gatte. Sie sind doch reizende Kinder, finden Sie nicht auch? Wie füreinander geschaffen. Ja, ich glaube, wir können jetzt so langsam die Bowle bestellen. Großartig geht das mit Ihnen, Vollmann. Sie machen noch einen Weißbartänzer aus mir. Haben mir aber vorher tüchtig Mut gemacht. Drei Cognacs verzwitschert. Das haut hin. Und ein Heizen schon das. Na, das liegt einem ja förmlich das Feuer aus dem Dachstuhl. Wie sich die Kinder amüsieren, nicht wahr, Frau Natusius? Edwin, sieh doch. Da lacht einem das Herz. Wie wär's, meine Damen, wenn wir unsere Tische zusammenrückten und gemeinsam ein Gläschen Bowle? Reizend, aber natürlich. Zu liebenswürdig, Herr Heberling. Nach 5 Minuten im Pavillon rechts. Wir haben uns alle zusammengetan. Das war aber ein ausgiebiger Walzer, Traugöttel. War das ein Walzer? Drum. Setz dich nur neben deinen Tänzer, Mali. Gleich, Mutti. Ich will mich nur ein bisschen frisch machen. Warum sagt sie, es ist ein Tango, wenn es doch ein Walzer ist? Bitte sehr. Danke sehr. Hat er sich erklärt? Nein, noch nicht. Aber er tanzt himmlisch. Ottokar, er hat sich wieder nicht erklärt. Er hat sich wieder nicht erklärt. Ja, nach dem dritten Glas, Herr Gackstetter, nach dem dritten Glas. Ja, wo ist er denn? Wo soll er denn sein? Er wird mal telefonieren. Du, jetzt steigt die Verlobungsbowle. Wo ist der Bräutigam? Tja, und wo ist die Braut? Ja, ich weiß keinen Ausweg mehr. Wir sind verraten und verkauft. So. Ist das dein Ernst? Das Wedding feiern du mit Agathe und ich mit dem Traugöttel? Dabei lieben wir beide ganz jemand anderen. Das ist ja geradezu unmoralisch, Hans. Ja, was soll man denn tun, Herrgott, nochmal? Tja, wenn die beiden mit sich reden ließen, wäre es ja ganz einfach. Wir würden uns eben in drei Teufelsnamen heiraten und uns hinterher wieder scheiden lassen. Und die Menschen heiraten, die wir lieben. Aber die beiden, die sind ja so wild aufs Heiraten. Wenn die uns erstmal beim Wickel haben, werden wir sie nie wieder los. Hans! Ich hab's! Was ist denn? Was hast du denn? Mach mal Platz da. Hör mal zu. Warum machen wir denn das nicht selber? Was denn? Na, wir heiraten. Was? Du und ich? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Das ist was Dummes. Wir lieben's ja gar nicht. Na, gerade dumm. Wollen wir heiraten? Und uns gleich wieder scheiden. Na, warum zum Kuckuck heiraten wir denn dann erst? Um die anderen nicht heiraten zu müssen, du Schaf. Herrgott, hast du eine lange Leitung. Donnerwetter, Junge. Ist das nicht eine glänzende Idee?
Wir heiraten uns und sind wie an der los. Wir tun so, als gingen wir auf die Hochzeitsreise. Und stattdessen helfen wir uns gegenseitig, die zwei zu kriegen, die wir wirklich lieben. Und dann lassen wir uns gleich wieder scheiden. Marlies, setz dich einen drauf, du bist ein großartiger Kerl. Oh, klar, kennst du doch. Ein zukünftiger Herr Gemahl. Holde Gemahlin. So telefoniert aber reichlich lang, Herr Heberling. Finden Sie nicht auch? Na, vielleicht hat er keinen Anschluss gekriegt. Aber ich kann ja mal erobern. Kommen Sie mal. Ottokar. Vielleicht hat er keinen Anschluss gekriegt. Warum sagt sie bloß, es ist ein Tango, wenn es doch ein Walzer ist? Marlies bleibt aber recht lange, das gute Kind. Finden Sie nicht auch? Vielleicht wäscht sie sich die Hände. In der Zeit nehme ich ein Vollbad. Aber nicht doch, Herr Traugöttle. Warum sind Sie denn so hässlich mit mir, Fräulein Agathe? Ich bin doch gar nicht hässlich für ihn, Herr Traugöttle. Doch. Aber Sie verloben sich doch heute mit einer anderen. Tu ich auch. Wo ist sie denn, Mama? Ja, wo ist sie denn? Ach, jetzt wird mir aber zu dumm. Wo wollen Sie denn hin? Meine Tochter suchen. Ja. Und dann machen wir unsere Hochzeitsreise nach Berlin. Ja. Ich gehe zu Rico und du zu deiner... Wie heißt sie denn eigentlich? Silvia Gabi. Silvia Gabi. Schön. Wie lange muss man denn verheiratet sein, um sich scheiden lassen zu können? Keine Ahnung. Da müssen wir jetzt aber ganz genau bei einem guten Rechtsanwalt. Klar. Und wenn die anderen Krach machen? Na, wenn schon. Nicht wahr, na, wenn schon. Wenn wir zwei nur zusammen machen. Dann können uns alle miteinander den Buckel runterrutschen. Marlies, sie ist nicht zu finden. Wie bitte? Sie ist nicht da. Das heißt, sie ist nicht da. Sie muss doch da sein. Sie ist aber nicht da. Ist was nicht in Ordnung? Bei jedem Brautpaar fehlt die Hälfte. Nun lassen Sie sich nicht stören, meine Herrschaft. Vor allem kein Aufsehen, bitte. Frau Natuschisch und ich, wir werden die Ausreißer schon finden. Du bist so nett zu mir, Hans. Aber glaub mir, ich werde auch alles tun, um dir bei deinem Kampf um deine Silvia zu helfen. Na, das sowieso. Als zwei gute Kameraden auf Leben und Tod verschworen. Na klar. Achtung, deine Mutter. Mein Vater, Vorsicht. Los, los, gib mir doch einen Kuss, wir haben uns doch eben verlobt. Ach so, ja, ja. Nein, das rennst du weg und benimmst dich wie ein Verräter gegen die ganze Gesellschaft. Lässt uns einfach sitzen, dann wirst mich und die Himmelsteins für endlich vergessen. Dann treffe ich dich hier in einer Situation. Wie können Sie sich ohne stehen, meine Tochter zu küssen? Und wie kommst du dazu, dich von ihm küssen zu lassen? Willst du mir gefälligst sagen, was das heißen soll? Ja, haben. Wir beide haben uns verlobt. Jawohl, wir haben uns verlobt. Wie? Was? Ihr habt euch verlobt? Wie könnt ihr euch denn verloben? Ihr seid doch schon verlobt. Du heiratest ja einen Himmelsstreif und nicht so einen grünen Jungen. Hoppla, hoppla, Frau Natuschel. Der noch feucht hinter den Ohren ist und dabei schon einen Ruf hat wie ein Casanova. Seien Sie ein bisschen vorsichtiger mit Ihren Äußerungen, sonst muss ich Sie leider mal fragen, warum Sie Ihre Tochter so Hals über Kopf mit diesem Patentteufel, diesem Dorot Himmelsstreif verloben wollen. Wissen Sie, was Sie das angeht? Ein Schmarrn. Sehr richtig. Ja, aber geht mir ein Vater sehr wohl etwas an, wenn Ihre Tochter diese jugendliche Kleopatra, oh, meinen Sohn aufreizt, sich mit ihr zu verloben? Unglaubliche Benehmen ihres Sohnes! Nein, durch das geradezu unglaubliche Benehmen ihrer Tochter! Und ich! Wo sind Sie denn? Da kommen Sie! Was soll denn das heißen? Himmelsteig, sieh dir das an! Also los! Mein Gott, die Kinder haben sich gefunden! Die schön, die falsche Hälfte! Nun sagt mir doch, Kinderchen, ist es denn wirklich wahr? Ihr habt euch verloren. Da haben wir die Bescherung. Da haben wir die Katastrophe. Edwin, ich bitte dich, du musst etwas dagegen tun. Traugott, sitz nicht immer da, als ginge dich das alles gar nichts an. Deine Braut verlobt sich mit einem anderen. Das ist ein zerstreutes Mädchen, hält einen Walzer für einen Tango und einen anderen für mich. Und Agathe, könnte Ihnen sowas passieren? Oh nein, Herr Traugott, niemals. Gratuliere, Herr Heberling. Gratuliere, Frau Natuschel. Uns aber so mit aufs Licht zu führen. Wir dachten doch vorher, Marlies, uns Traugöttle. Ja, und Fräulein Gaxet und mein Sohn, so kann man sich irren. Komm du mir nur nach Hause, mein Junge. Komm du mir nur nach Hause, mein Herzchen. Du musst ihnen zuvorkommen, Edwin, sonst sind wir blamiert bis auf die Knochen. Aber Kinder, nee, ich kann doch nicht einfach so Hals über Kopf. Aber du kannst, du musst sogar. Ja, sind die Beteiligten auch einverstanden? Aber du hörst doch ja, nicht wahr, meine liebste Frau Gagstädter? Du selbstverständlich, meine liebste Frau Himmelstein. Clotilde, das passt ja gar nicht. Nur keine Blamage. Ja, 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 ich hab's euch nachgedacht. Ich hab's zuerst gemerkt. Ich hab's gleich gewusst, nicht wahr, meine? Ich hab zu meinem Mann gesagt, Männer haben's gesagt,
und Herren, ich habe Ihnen eine freudige Mitteilung zu machen. Ja, was denn? Die so oft bewährte Überlieferung unseres Sommerfestes hat, wie alljährlich, so auch diesmal wieder ihre Schuldigkeit getan. Und zwei junge Herzen zum Bund fürs Leben sich finden lassen. Was heißt denn das nun wieder? Hat er uns? Meine Damen und Herren, Herr Ober, noch eine Flasche Mosel. Meine Damen und Herren, ich will Sie nicht lange auf die Folter spannen. Ich habe das Vergnügen, Ihnen die Verlobung meines Sohnes Taugott mit Fräulein Agathe Gacksteller mitzuteilen. Und bitte die verehrten Anwesenden, ihr Gläser zu heben, wenn es angenehm ist, und mit mir zu trinken auf das Wohl des jungen Brautpaares. Hoch, 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 herzlichen Glückwunsch, Herr Himmel. Das ist alles Gute, Fräulein Gacksteller. Sehen Sie, Fräulein Marlies, das ist die Strafe. Ich werde wahnsinnig. Ich schließe mich an. Gratuliere, Herr. Vielen Glück, mein Kind. Und Ihr Paar soll leer ausgehen. Aber das gibt's doch gar nicht. Schnell, Herr Heberling, geben Sie die Verlobung bekannt. Wir sind gerade so schön in Stimmung. Aber die beiden sind doch gar nicht füreinander bestimmt. Außerdem sind Sie viel zu jung. Ach, Unsinn, lieber Freund. Junke Freit hat noch niemand gereut. Kommen Sie, Frau Natürlich. Na schön, dann müssen wir eben in den sauren Apfel beißen. Gut, dass mein Mann das nicht mehr erlebt hat. Na, was soll man denn machen? Ich lerne, kommt mal her, ihr beiden. Also, liebe Freunde, meine Damen und Herrn, Frau Gaststätter hat sich soeben mit Herrn Himmelsteig verlobt. Und wir widmen diesem sympathischen Paar ein gemeinsames Bravo. Bravo. Ja, aber eine Schwalbe macht doch keinen Unfug. Ich wollte sagen, ein Unfug kommt selten allein. Das ist ja auch nicht richtig. Jedenfalls, was die anderen können, nicht wahr? Das wäre ja gelacht, liebe Kinderchen. Nur wahnsinnig, Frau Natursis. Die Geschichte ist ja, jedenfalls bitte ich Sie, meine Herrschaften, freuen Sie sich mit uns, den herzlich erfreuten Eltern, denn ihre Verlobungen geben bekannt, Marlies Natursis und Hans Heberling. Komm her, du schaust dich, Junge. Lass dir einen Kuss geben, Schwiegertochter. Sie auch, Frau Natursis. Na ja, ist ja alles ein Aufpassen. In 6 Wochen ist Hochzeit. Alle Brautpaare sollen leben. Kipp, kipp, hurra und einmal hoch. Hoch! 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 Marlies, ich sag ja schon gar nichts mehr. Dabei bleib mal, Mutti. Ich meine einzige Tochter im Straßenkleid zur Trauung geht mit einem Briefträger oder einem Schornsteinfeger und in Hemd und Hose auf die Hochzeitsreise. Ich finde, sie sieht darin ganz reizend aus. Ja, aber die Leute. Ach, lassen Sie doch die Leute. Hauptsache, dass die Kinder glücklich werden, ne, ihr beiden? Wir sind jedenfalls auf dem besten Wege dazu. Na, dann macht mal, dass ihr weiterkommt. Reisende soll man nicht aufhalten, Hochzeitsreisende schon gar nicht. Das war unsere Frau natürlich. Aber der Wagen ist doch in Ordnung. Na, schönes Wetter habt ihr ja. Doch werdet nur glücklich, Kinderchen, da bin ich ja ganz zufrieden. Ach, Hans, machen Sie mir das Kind glücklich. Na, was denn, das haben wir ja schließlich geheiratet. Schwiegertochter, passen Sie auf, dass Hans nicht so schnell fährt. Ich werde schon aufpassen. Also, wiedersehen. Oh, das Kind fährt doch selber wie eine Verrückte. Ja, wiedersehen. 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 Ich bin dir so dankbar für diese Hochzeitsreise. Genauso gut könnte ich mich bei dir bedanken. Die Heirat war doch eigentlich deine Idee. Wenn die wüssten, die alten Herrschaften. Also wo geht denn die Reise nur eigentlich hin? Na, erstmal nach München, zukünftig. Ausgeschlossen.
bringe ich natürlich zuerst nach Berlin zu deinem Enrico. Och, der kommt doch erst in 3 Wochen wieder zurück. Und dann geht's nicht. Und Silvia kommt auch erst in 10 Tagen nach München. Also bis dahin fahren ins Blaue. Einverstanden. Aber dann nach München. Erst will ich dich mal unter die Haube bringen. Mach dir nicht, der Bad will nochmal. Denke gar nicht dran. Du, wenn du mir meine zarten Knochen zerbrichst, dann wirst du von ihm was erleben. Es ist viel größer und viel stärker als du. Warme machen gilt nicht. Na du Angst hatte. Hier, zurück, Marschmarsch. Hier, Titi, hast du dein feiges Frauchen wieder? Meine Titi. Deine Titi. Das ist gar nicht deine Titi. Das ist überhaupt nicht dein Hund. Das ist auch nicht mein Hund. Das ist unser Hund. Schön. Und was wird aus unserem Hund, wenn wir uns scheiden lassen? Dann wird er halbiert. Du bist ein Rohling. Ah! Du hast ja wieder nicht aufgegessen. Bisschen für die schlanke Linie gesorgt, was? Alles wegen Enrico, hm? Oder hat es dir etwa nicht geschmeckt? Gegenteil, ausgezeichnet. Du, mir sogar besser als gestern im Hotel. Außerdem ist man hier ungestört. Und die Fragereien in den Hotels finde ich nur auch langsam satt. Was geht das eigentlich die anderen an, ob wir in getrennten Zimmern schlafen oder nicht? Na hör mal, eigentlich ist es doch für die anderen ein bisschen komisch. Hochzeitsreise und getrennte Zimmer, das verstehen die Leute eben nicht. Leute, Leute, du aber erst unsere Eltern, na. Wenn die wüssten. Du, da kommt jemand. Guten Tag! Alle Ehre! Gute Reise! Viel Vergnügen! Unsere Verflossenen! Gott, bin ich froh! Trauli! Da haben wir noch mal Schwein gehabt! Los, 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 du kommst anziehen, dass wir weiterkommen! Was denn? Bin doch immer früher fertig als du! Nur morgens merke ich nichts davon, da bin ich immer eine halbe Stunde eher beim Frühstück! Wetten? Wetten! Um was? Schachtel Zigaretten! Aber anständige! Klar, ich bin ja doch eher fertig! Hast du gedacht? Hey! Hey! Verflixte Hemd hier. Diesen albernen Koffer muss ich auch noch packen. So eine Schiebung überhaupt. Ach, geh noch mal. Du, nicht so schnell, das komme ich ja nicht mit. Jetzt komme ich doch nicht durch. So, Tütchen. Jetzt fahren wir 2 in die weite, weite Welt und lassen das Herrchen allein. Wag das nur, du Bestie. Du kannst ja gar nicht fahren. Was kann ich nicht? Fahren kannst du nicht. Lass die Pfoten vom Steuer. Jetzt kannst du was erleben. Ja, doll. Hat der Mensch schon sowas erlebt? Bist du denn wahnsinnig geworden? Na, kann ich fahren? Schon, ja, aber zur Strafe wirst du mir heute Abend die Strümpfe stopfen. Lieber Hans, so verheiratet sind wir nun wieder nicht. Ja, dann kannst du es ja als Vorübung für deine zukünftige Ehe betrachten. Hey! Mir geht's gut, ich bin froh und ich sag dir auch wieso, weil du mich gut verstehst. Und mit Rat und mit Tat, als mein guter Kamerad mit mir durchs Leben geht. Ich will Freud und auch Leid mit dir teilen. Und ich denk jede Stunde daran. Mir geht's gut, ich bin froh und ich sag dir auch wieso. Weil ich dein Freund sein kann. Mir geht's gut, ich bin froh und ich sag dir auch wieso. Weil du mich gut verstehst. Auf. Und mit Rat. Und mit Tat. Als mein guter Kamerad mit mir durchs Leben geht. Hast du gedacht? Mir geht's gut, ich bin froh. Und ich sag dir auch wieso. Weil ich dein Freund bin. Weil du mein Freund bist. Weil ich dein Freund sein kann. Ja, also Walter, wir haben jetzt lang genug gewartet. Ich möchte jetzt endlich wissen, woran es liegt. Kompression ist weg. Was ist los? Er hat die Kompression verloren. Mir hat der Mann noch nie gefallen. Du, Hans! Schön!
Donnerwetter. Wieder die dumme Fragerei wegen der getrennten Zimmer los. Ach, was? Ah, grüß Gott, die Herrschaften, grüß Gott. Guten Tag, guten Tag. Haben Sie Zimmer frei? Ja, freilich. Die Herrschaften sind gewiss auf der Hochzeitsreise. Stimmt. Grüß Gott, die Herrschaften, grüß Gott. Also gratuliere ich auch recht herzlich. Vielen Dank. Grüß Gott, grüß Gott. Grüß Gott. Die Herrschaften kriegen das Fürstenzimmer im ersten Stock. So, ja. In dem Zimmer hat schon Kaiser Karl der V. geschlafen und Königin Christine von Schweden und Napoleon, wie ihn die Russen aus Russland ausgeschmissen haben. Sehr interessant, aber... Sie werde dort schlafen wie gewiebt, wenn sich die Herrschaften bitte einfragen wollen. Sehr gerne, Frau Wirtin, aber... Das Zimmer hat Nummer 12. Das Fürstenzimmer kommt für uns nicht in Frage. Ja, weil wir nämlich... Ha, Sie meinen, es ist zu teuer? Für Hochzeitsreisende gibt es nämlich im Gasthaus zum Meistertrunk extra billige Preis. Sehr nett, aber wir sind gewohnt, getrennt zu schlafen. Was? Ja, ich schnarche nämlich. Ja, und ich spreche im Schlaf. Ja, dann Bastel, Zimmer 2 und 5, für Herrn und Frau Heverling. Gott. Können wir ein Doppelzimmer bekommen? Freilich, die Herrschaften sind gewiss auf der Hochzeitsreise. Ja, ja, ja. Da gratuliere ich auch recht herzlich. Grüß Gott, grüß Gott. Bastel, die Herrschaften kriegen das Fürstenzimmer im ersten Stock. Jawohl, jawohl. In dem Zimmer hat schon Kaiser Karl der V. geschlafen und die Königin Christine von Schweden und Napoleon, wie ihn die Russen aus Russland hinausgeschmissen haben. Ja. Da werde sie schlafen wie gewiegt. Du weißt, welcher auch abgestiegen ist? Die Heverling. Die Heverlings. Ach, Sie kennen die Herrschaften? Wohnen auch im ersten Stock, auch auf der Hochzeitsreise. In getrennten Zimmern auf der Hochzeitsreise. Siehst du, das kommt davon. Darf ich die Herrschaften bitte? Nennen die Leute eine Liebesheirat. Ja, Agathe, seien wir zufrieden, dass ein gütiges Schicksal uns zusammengefügt hat. Weiß Gott. Aber morgen werden wir das gleich der Mutti telefonieren. Ja, aber ich weiß nicht, eigentlich geht uns das doch gar nichts an. Aber Trauli, sei doch nicht immer so unentschlossen. Du bist doch ein Mann. Natürlich.
unter Voranmeldung für Frau Gaststätter. Gaststätter. Ich buchstabiere. G wie Gustav, A wie Abschangel, C wie Abschangel. Was weiß ich denn, Abschangel? Ich buchstabiere. A wie Agathe, R wie Richard, C wie Zellulose. Zellulose. Du sag mal, ich. Ja, natürlich. Ja, weißt du das denn nicht mehr, wie die mit ihrem großen Wagen damals an unserer Badestelle vorbeifuhren? Und gestern kamen sie angebraust mit zwei Ochsen. Traurig, traurig, kann man wohl sagen. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Na, ausgeschlafen? Danke, wunderbar. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Nun, mein Süßi, hast du das Gespräch nach Haus schon angemeldet? Natürlich, meine Süße. Mit Voranmeldung. Nun, mein Engelchen, möchtest du denn auch eine Voranmeldung haben? Nein, danke, mein Händchen. Möchtest du denn gerne noch etwas zu essen haben, mein Schätzchen? Nein, danke, Süßchen. Aber es hat wunderbar geschmeckt. Ist ja großartig, mein Täubchen. Dann können wir ja gleich ein Aufbrecherchen machen. Ja, Hasi. Hallo, Frau Wirtin, bitte unsere Rechnung. Ach, Sie wollen wirklich schon fort? Ja, Mittagessen wollen wir schon in München im Hofbräuhaus. Nicht wahr, meine Süße? Wie du willst, Liebste. Wenn Sie allein sind, fauchen Sie sich an und vor den Leuten sind Sie wer weiß wie zärtlich miteinander. Schrecklich. Ach, Liebchen, was kann man schon von Leuten erwarten, die einen Walzer nicht von einem Tango unterscheiden können? Du, sag mir bloß, warum das Traugöttl immer so blöd zu uns herüberglotzt. Futterneid. Wieso? Seid doch dasselbe Frühstück wie wir. Du bist ein Schaf. So? Ja, aber ein nettes. Du kannst so bleiben. Los, nun mach schon endlich das Gefährt. Hey, will ich wieder auf dich warten. Wie reden Sie denn mit ja, du mir? Kommst doch nicht raus. Moin, 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 wiedersehen. Was ist denn der Koffer? Hast du überwacht oder nicht? Es geht schon wieder los. Unmöglich. Sie können sich denken, ich habe doch zuerst geglaubt, ich höre nicht recht. Auf der Hochzeitsreise in getrennten Zimmern übernachten. Also getrennte Schlafzimmer finde ich großartig. War immer mein Ideal. Aber Edwin, was redest du denn da? Verzeihung, Ihr Gatte meinte doch Ottokar, wohl... ich bitte! Und vielleicht lagen die Zimmer wirklich nebeneinander. Aber und das die meine so ich doch. Durch die Tür ist doch irgendwie zu verstehen. Aber nein! Die Schuhe standen rechts und links vom Gang. Ist Ihnen schon mal sowas vorgekommen? Na, also einfach nicht zu glauben und geschrien. Haben Sie miteinander. Das ganze Hotelpersonal ist zusammengelaufen. So haben Sie sich gegenseitig angebrüllt. Auf der Hochzeitsreise. Auf der Hochzeitsreise? Bisschen früh ist ja. Sie können sich denken, wie grässlich es mir war, Frau Nathesius diesen Schlag versetzen zu müssen. Und so etwas erfährt man am liebsten von einer guten Freundin. Ja? Hallo? Wer ist dort? Hallo, Hans! Hans, bist du da? Ja, quatschen da immer dazwischen. Hier, lachen Sie mich doch mal. Hallo, Hans! Ja, Vater! Nein! Vater! Hey, Heberle! Ja, hier ist Hans, Vater! Ja, was ist denn los bei euch? Was ist denn bei euch los? Ach, das musste ja eine Katastrophe geben. Ich will meine Tochter wieder haben. Marlies! Oh, Marlies! Oh, mein armes Kind! Bitte komm sofort wieder nach Hause zu deiner Mutti! Aber warum denn um Himmels Willen? Was ist denn passiert? Was sagst du? Ich verstehe kein Wort! Erlaub mal! Hier ist Hans! Ach, wagen Sie nicht, mit mir zu sprechen! Meine Tochter will ich haben! Meine Tochter soll kommen! Hans, ihr kommt sofort zurück! Nach Haus! Hierher! Seid ihr denn da drüben verrückt geworden, alle miteinander? So sag doch schon endlich, was los ist, verdammt nochmal! Brüllst du mit meiner Mutti? Ist doch gar nicht deine Mutti, ist doch mein Vater. Mit dem darfst du auch nicht so brüllen. Was? Ich verstehe kein Wort. Da ist denn irgendein Unglück. Ja, warum sollen wir denn zurückkommen? Schluss! Wir kehren um, wir kommen direkt nach Hause. Los, los, komm. Oh, Mutti! Nun sag mir bloß, was ist denn passiert? Ja. Oh, mir nicht, mein Engelchen, mir nicht, aber dir. Sie haben doch versprochen, Marie glücklich zu machen. Ja, na uns? Oh, das sagen Sie auch noch nach uns? Ja, nur einen Augenblick, Maria. Guten Tag, willst du uns vielleicht erklären? Nein, aber doch nicht vor dem Kind, doch nicht vor Marie. Warum denn nicht zum Teufel? Sie glaubt doch hoffentlich nicht mehr an den Storch.
Natürlich glaube ich noch an den Storch. Ich auch. Da könnt ihr auch noch Witze machen. Herr Gott, wollt ihr uns denn endlich klar und deutlich sagen, was überhaupt los ist? Ja, warum denn die Geheimniskrämerei? Was ist denn nur? Bitte, Mutti. Also bitte, Vater. Ja, du hast... Wir haben? Also, du ihr bist... Seid... Wir sind? Ja, warum habt ihr... Möchtet ihr nicht vielleicht mal einen Satz zu Ende sprechen? Damit man endlich weiß... Worauf ihr überhaupt hinaus wollt. Hans, Maries. Ach, Kinder, warum habt ihr bloß um alles in der Welt? Na, was denn, Mutti? Wir haben erfahren, nur Mut, dass ihr auf der Hochzeitsreise in getrennten Schlafzimmern übernachtet. Na und? Ja, na und? Deswegen jagt ihr uns so einen Schreck ein? Und ruft uns zurück von unserer hübschen Hochzeitsreise? Oh, Hochzeitsreise! Zum Donnerwetter lassen Sie mich mal reden. Diese Zimperlichkeiten haben keinen Zweck. Seid ihr nun ein Ehepaar oder nicht? Nein, wir wollen auch nichts werden. Wie? Wie? Mhm. Ihr habt ganz richtig gehört. Warum nicht? Weil wir uns so bald wie möglich wieder scheiden lassen wollen. Nicht wahr? Jawohl. Scheiden lassen? Ja, warum denn, um Gottes Willen? Das sagen wir nicht. Ich werde wahnsinnig. Bitte, etwas später. Also Kinder, ich muss sagen, ich bin entsetzt. Und dabei haben wir es uns so schön mit euch gedacht. Ich wollte, dass du, Hans, die Filiale in Berlin übernimmst. Und damit ihr beide euch wohlfühlt, haben wir euch sogar ein entzückendes Häuschen eingerichtet. Und die gute alte Minna. Minna, habe ich euch mitgegeben, damit ihr euch verwöhnt. Ja, aber wir sind also von unserer Seite ist alles geschehen, um euch das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Nun seid aber auch mal vernünftig. Versucht es doch wenigstens mal, Kinder. Wir wollen ja nur, dass ihr glücklich werdet. Das wollen wir natürlich auch. Ja, das wollen wir natürlich auch. Ja. Na also, da wird ja alles ins richtige Gleise kommen. Also fahrt erst mal nach Berlin. Und wenn wir euch dort mal besuchen, seid ihr die Glücklichen. Die Leute, die man sich denken kann. Du Zwee? Was denn? Du siehst aus, als ob du Eier legen wolltest. Ich habe nur nachgedacht. Ja, das ist anstrengend. Über dich? Ja, nur. Und sie? Wie nennst du sie eigentlich? Tja, wie nennst du denn deinen Lohn, Green? Man kann ja mal fragen. Ich bin ja schließlich deine Frau. Und ich dein Mann. Fahr nicht so langsam. Gib Gas. Bitte schneller zu deinem Troubadour kommst, was? Ja, grüß Gott. Guten Abend. Können wir hier vielleicht übernachten, Herr Wirt? Ja, das tut mir furchtbar leid, aber ich habe alles besetzt. Ach, du Donnerwetter, jetzt immer den ganzen Tag herumgestuckert und... Ja, aber da drüben, in dem Schlössle, da wäre noch ein schönes Zimmer frei. Und da wären Sie auch ganz ungestört. Na, wir können es uns ja mal anschauen, ja, nicht? Ja, bitte. Hast du schon mal sowas gesehen? Nee. Wollen Sie? Ja. Das ist doch bitteschön. Wem gehört denn das hier? Das gehört uns. Was? Ja, das ist schon über 200 Jahre in unserer Familie. So, bitteschön. Obacht geben. Hier ist ein bisschen eng. Ja, eigentlich ist das Schlösschen ja schon vermietet an einen Schreiber. Na, die Herrschaften wissen schon, an so einen Dichtersmann. Aber der ist heuer noch gar nicht da gewesen. Und da kann ich schon auf eine Nacht einmal hergeben. Ja, wenn Sie vielleicht noch näher treten wollen, hier ist der Wohnraum. Ja, das ist halt alles sehr einfach hier und ein bisschen eng. Aber falls den Herrschaften zusagt... Ja, ich find's schön, ich. Das hätte man von draußen gar nicht erwartet. Ja. Und da droben, da ist halt zum Schlafen. Das heißt, wenn die Herrschaften sich nicht fürchten tun, hier so ganz allein in diesem Haus. Ach wo, hier bleiben wir, nicht? Ja, ja, hier ist sehr schön, hier bleiben wir. Ja, ja, schaut sich doch selber da droben an. Ich werde inzwischen das Abendbrot richten lassen. Es gibt halt Forelle. Fein! Aus unserem Bach. Ja, prima. Du. Was sagst du denn? Schön. Donnerwetter haben wir ein Glück gehabt. Na sowas. Ja. Ich schlaf dann auf dem Sofa. Was?
Sofa. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dich auf dem Sofa schlafen lasse. Du schläfst natürlich im Bett und ich schlafe auf dem Sofa. Nein, du schläfst im Bett und ich schlafe auf dem Sofa. Du hast doch den ganzen Tag am Steuer gesessen und ich hab gefaulenzt. Also entweder du legst dich vernünftig ins Bett oder ich schlafe unten auf der Bank. Nein, ich schlafe auf der Bank. Ist ja nur reizend von dir. Aber auf der Bank schlafe ich. Ja, aber das geht doch nicht. Wieso? Wir blamieren uns doch vor dem Wirt. Ach so. Tja. Na, dann schlafe ich eben auf dem Sofa. Ja, ja. Hier. Mhm. Darf ich dir noch mal einschenken? Nein, danke, nicht mehr. Magst du den Wein nicht? Doch, aber... Hast du irgendwas, hm? Warum? Weil du so krampfhaft in deinem Fisch herumstocherst. Ja, ich habe eben keinen Appetit mehr. Na, dann guck mich doch wenigstens mal an, wenn ich mit dir spreche. Hans, habe ich dir irgendwas getan? Ach, Unsinn. Du weißt doch ganz genau, dass du ein anständiger Kerl bist. Du wirst mir doch keine Komplimente machen. Das sind keine Komplimente. Das sind lediglich Feststellungen von Tatsachen. Also, dann stell mal fest, wie dir meine Überraschung gefällt. Das Kleid? Das sieht reizend aus. Ja? Gefällt's dir? Ja. So, und jetzt sag mir endlich, was mit dir los ist. Naja, ich... Ich denke eben nur daran, dass heute der letzte Tag unserer Hochzeitsreise ist. Hast du auch daran gedacht? Natürlich. Naja, komm, Alice, trinken wir auf die schönen vergangenen Tage. Und auf die zukünftigen. Zwei auf einmal. Wieso? Der erste und der letzte. Alberne Redensart, ne? Ich danke dir für alles, Hans. Du warst ein feiner Junge und ein guter Kamerad. Entschuldigen die Herrschaften, wenn ich störe. Ich wollte nur mal schauen, ob was fehlt. Ja, was ist denn? Die Herrschaften haben ja gar nichts gegessen. Hier soll ich vielleicht noch was. Und getrunken habe sie auch nichts. Ja, hat's denn nicht geschmeckt? Doch, doch, es war ausgezeichnet, vielen Dank. Wir sind nur ein bisschen müde von der Fahrt. Hanno, wenn man müde ist, muss man schlafen gehen. Gegen's müde sein gibt's kein besseres Mittel. Ja, dann werde ich wohl schlafen gehen. Gute Nacht, Herr. Gute Nacht, junge Frau. Ich wünsche recht angenehme Ruhe. Dankeschön. Und lassen Sie sich was Schönes träumen. Ich werde mir alle Mühe geben. Ein knusperes Fraule, da kann man Ihnen schon gratulieren. Vielen Dank. Aber darf ich Ihnen nicht noch ein Schöpple einschenken? Nein, nein, danke sehr. Na ja, wenn man so jung ist wie Sie, da braucht man keinen Wein, um ein Räuschle zu haben. Na, nichts für ungut. Aber wenn Sie noch was brauchen, dann müssen Sie es jetzt sagen. Nachher sind Sie ganz allein im Schlösschen. Nein, danke schön, wir brauchen nichts mehr. Danke. Also dann gute Nacht. Recht angenehme Ruhe. Danke, gleichfalls. Und vergessen Sie bitte nicht, die Lichter auszumachen. Nein, nein.
Wir haben unser Wort gebrochen. Was nun? Wir müssen sofort nach Berlin. Immer am schönsten. Na, ist hier nicht gemütlich? Ihre Mutter und ihr Herr Vater haben alles so liebevoll ausgesucht. Also, hier ist der Salon. Hier das Herrenzimmer. Das ist das Esszimmer. Von da geht es auf die Terrasse und gleich in den Garten. Und oben liegt das Schlafzimmer. Ganz wie im Paradies. Und das Ankleidezimmer und das Badezimmer, na, wenn Sie das sehen, Frau Marlieschen, das kommen Sie, das muss ich Ihnen zeigen. Das ist nämlich wunderbar. Kommen Sie denn nicht mit nach oben, Herr Heberling? Nein, nein, ich nehme mich jetzt mal hier unten. Gestern war das Tapetier hier. Aber ich habe natürlich Verpflegung gesehen. Ich wusste ja, in diesen Tagen müssen Sie kommen. Und ich war schon so aufgeregt. Mein liebes Frau Marlieschen, das sehen Sie. Bitte schön. Na? Ist das nicht schön hier, Kindchen? Was sagen Sie jetzt? Ganz wie im Paradies. Nicht? Und das Ankleidezimmer ist nebenan. Kommen Sie, Frau Wallis, das müssen Sie sehen. Alles eingebaute Schränke. Und alles so bequem und praktisch. Aber Sie hören mir ja gar nicht zu, Frau Wallis. Doch, doch, Mina. Ich habe ganz genau zugehört. Ich schlafe dann hier. Wie? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch, doch. Wir stellen mein Bett hier herein und ich schlafe hier. Sie hier und Herr Heberling drüben? Ganz recht. Ich hier und Herr Heberling drüben. Ein Zwiebeln komm ans Fenster, erhör mein Klingeln, oh, eile meinen Verbalsam zu spenden. Ich recht, Marlies, er singt großartig. Gefällt er dir? Sehr. Sanft meine Liebe, du grausam vor Schmerz. So nett ist sie auf der Bühne. Das wird sich ja heute Abend herausstellen. Nach dem Ständchen gehen wir ins Monopoltheater. Möchtest du nicht lieber hier bleiben und die Oper zu Ende hören? Nein, 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 nein. Das ist ausgemacht. Den halben Abend bei Enrico und die andere Hälfte bei Silvia. Hm. Ich freue mich ja schon so darauf, sie zu sehen. Du auch? Ja, ungeheuer. Ja, wirklich wunderbar. Hm, ja, es freut mich, dass es dir gefällt. Sehr.
auch als Mensch so reizen? Du wirst sie ja gleich kennenlernen. Tja, ich freue mich schon sehr. Willst du sie nicht abholen? Nein, nein. Sie und Bettini kommen nachher direkt ins Lokal. Ausgezeichnet. Netter Mensch. Sie haben wirklich eine ganz reizende Frau, Herr Heberling. Danke. In Ihrem entzückenden Heimatstädtchen habe ich dieses Frühjahr gastiert. Ja, ich habe Sie gehört. Wirklich? Leider war ich damals nicht ganz so gut bei Stimme wie sonst. Ach, davon hat man aber nichts gehört. Ich habe Ihnen also gefallen. Sehr. Eine Anerkennung aus so schönem Munde. Na, wollen wir lieber aufhören? Bitte. Na, Enrico, hast du wieder vom Beruf erzählt? Übrigens, ich finde das großartig, dass wir uns jetzt endlich mal wiedersehen. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Ich habe ja schon so lange nichts mehr von dir gehört. Kunststück. Bin doch vorige Woche erst zurückgekommen. Du weißt ja, wie der Sommer bei uns aussieht. Kopenhagen, Amsterdam, Wien. Bin immer froh, wenn die Reiserei zu Ende ist und die normale Arbeit wieder ab. Was machst du denn nach dem Monopol? Da möchte ich noch nicht darüber reden. Übrigens, Sibi, hast du schon gehört, dass der... Nein. Das glaube ich nicht. Das kannst du mir glauben. Willst du mit mir tanzen, Marlies? Na, Herr Bartini wird sich schon wieder 2 Minuten entschuldigen. Ungern in den Gefahren. Enrico, sei nicht so galant zu jung verheirateten Frauen. Am besten, wir lassen die beiden allein. Aber hör mal, dieser Herr an, der Herr an. Heberling. Ich kann mir doch den Namen nicht merken. Was wollen die beiden eigentlich von uns, verstehst du das? Ich glaube schon. Ich nicht. Mach dir nichts draus, Enrico. Dafür singst du sehr schön. Na, 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 na. Na, 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 na. Nun, wie gefällt sie dir? Ich finde sie wunderbar. So. Du wärst also damit einverstanden, dass sie meine Frau wird? Natürlich, Hans. Und sie würde wunderbar zu dir passen. Na schön. Tja, ich finde deinen Sänger auch wunderbar. Damit wäre ja auch alles wunderbar in Ordnung. Er gefällt dir also? Tja, wunderbar. Pass mal auf, bei dem hast du es sehr gut. Da kommst du in der Welt rum und wirst was zu sehen kriegen. Ach, deswegen. Was sagst du? Ich... aus. Tja, aus. Alles ist einmal aus. Wie meinst du das? Alberne Redensart. Also es bleibt dabei, wir gehen in den Club. Ja, gerne. Meine liebe Frau Heberling, seien Sie nicht böse, wenn wir schon aufbrechen, aber wir müssen morgen sehr früh auf der Probe sein. Ach, das ist aber schade. Wir richten uns selbstverständlich ganz nach Ihnen. Herr Bartini, wann kann ich Sie einmal 10 Minuten sprechen? Frau Garden, wann haben Sie einmal 10 Minuten für mich Zeit? Morgen geht leider nicht. Vielleicht passt es Ihnen übermorgen? Um 11? Ich werde pünktlich da sein. Und nun sind Sie fest entschlossen, sich scheiden zu lassen. Jawohl. Wollen Sie sich das nicht doch noch mal gründlich überlegen? Da gibt's gar nichts zu überlegen. Er muss frei sein, damit er glücklich wird. So, mit wem denn? Mit der Frau, die er wirklich liebt. Dann wer ist denn die Auserwählte? Sie. Oh, das ist ja eine reizende Überraschung. Aber die Wahrheit, Frau Garden, glauben Sie mir doch, mein Mann liebt sie über alles. Vom ersten Augenblick an, wo er sie gesehen hat. Sie müssen seine Frau werden. Also nun hören Sie mal zu, kleine Frau. Das haben Sie sich ja ganz allerliebst ausgedacht. Aber ich kann leider von Ihrem freundlichen Angebot keinen Gebrauch machen.
Ich kann nicht die Frau Ihres Mannes werden. Sie brauchen nicht zu glauben, dass Sie mir damit Kummer machen. Es handelt sich nicht um mich, sondern nur um ihn. Er muss glücklich werden. Ich habe es ihm versprochen. Trotzdem geht es nicht. Ja, aber du lieber Gott. Das wirft ja alles über den Haufen. Das stellt ja alles auf den Kopf. Tja, lieber Herr, entschuldigen Sie, ich kann mir Ihren Namen nicht merken. Figaro, 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 Figaro. Ja, wenn Sie mir nur endlich sagen wollten, was ich für Sie tun kann. In 10 Minuten muss ich zur Probe. Vorher wollte ich doch beim Arzt vorbeigehen. Total heiser heute. Figaro, 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 Figaro. Mimimi spricht ja gar nicht an. Außerdem muss ich mich noch umziehen, wie Sie sehen. Ja, also lieber Herr, das werden Sie einsehen. Ich muss jetzt fort. Also, wenn es Ihnen wieder einfallen sollte, was nicht wahr, ich bin Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Würde mich außerordentlich freuen. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Und auf Wiedersehen, Herr. Zu dumm, ich kann mir Ihren Namen nicht merken. Auf Wiedersehen, Herr. Häberling. Herr Häberling, auf Wiedersehen, Herr Häberling. Häberling, 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 Häberling. Ja, ja, mein Tütchen. Vorhin hatte ich keine Zeit. Um Gottes Willen, was hast du denn? Was ist dir denn? Was ist denn los? So rede doch endlich. Marlies, ich bin ein ganz gemeiner Schurke. Ich weiß es. Aber ich hab's nicht fertig gebracht. Ich kann es nicht, und wenn du mich totschlägst. Ich hab's versucht, ich bin zu ihm hingegangen. Ich wollte ihm sagen, Herr Bartini, bitteschön, meine Frau möchte Ihre Frau werden. Tun Sie mir den Gefallen, heiraten Sie meine Frau. Ich hab's nicht fertig gebracht. Ich hab eine halbe Stunde bei dem Manne gesessen. Wahrscheinlich hält er mich für total verrückt, das ist mir egal. Ich hab's nicht über die Lippen gebracht. Damit du Bescheid weißt, Marlies. Ich lasse mich nicht scheiden, ich gebe dich nicht her. Aber Hans... Jawohl, ja, ich weiß alles. Ich bin ein fürchterlicher Egoist. Ich breche unseren Vertrag und das alles, obwohl ich weiß, dass du einen anderen liebst. Ist ja gar nicht wahr. Ist ja gar nicht wahr, Hans. Ich liebe den anderen ja gar nicht. Ali. Sag mir sofort, dass du mich lieb hast. Ich hab dich lieb. Mehr als alles auf der Welt? Mehr als alles auf der Welt. Dass ich für dich der Liebste und der beste Mensch bin. Der Liebste und der Beste. Und der Dümmste. Der Dümmste? Wieso denn eigentlich? Hast du mir auch nichts verheimlicht? Ich dir? Na, von Berlin und so. Ihr wart euch doch damals einig. Sie und du. Ich habe sie doch vorgestern zum ersten Mal gesehen. Gott sei Dank. Sie sind da! Sie sind da! Klopfen Sie gefälligst an, ehe Sie hereinkommen. Auf einmal. Wer ist da? Die Frau Mutter und der Herr Vater. Eltern kommen doch immer im ungeeigneten Augenblick. Lass mich los! Nein! Lass mich los! Denke gar nicht Zanken Sie sich schon wieder? Ach, ich kann das nicht ertragen. Ich bitte, helfen Sie mir, Herr Häberling, die unglückseligen Kinder. Tag, Mutti. Tag, Vater. Sag mal, was wollt ihr eigentlich, ihr beiden? Ist das eine Art und Weise, Leute in den Flitterwochen zu überfallen? Flitterwochen? Ich habe gehört, ihr wollt euch scheiden lassen. Ja. Was? Scheiden lassen? Wir? Da muss ich ja furchtbar lachen. Haha. Aber ihr habt doch. Wieso redet ihr doch schon an Wort? Natürlich, ihr wolltet euch doch... Hans. Hast du es noch mal gesagt, dass wir uns scheiden lassen wollen? Ich? Nie. Habe ich hier so einen Unsinn geredet? Na also, dann weiß ich auch nicht, was wir wollen. Da können wir ja gleich wieder nach Hause fahren. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich finde es reizend, dass ihr euch eigens zu unserem Hochzeitsessen nach Berlin bemüht habt. Minna, Augenblick! Ich habe gerade was zu tun. Darf ich bitten? Mir geht's gut. Ich bin's. Oh.
Und wir sagen euch auch wieso. Weil ich dein Mann. Weil du mein Mann. Weil ich dein Mann.